Ja, so, schön. Ja, dann Auffahrt fertig, ne? Ich habe mir jetzt erstmal die Sämaschine gekrallt und ja, erstmal das erste Feld so ein bisschen angesehen, ne? Ein bisschen, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich Raps ansehen will. Ich habe noch mal so ein bisschen im Computer rumgeguckt und naja, hier und da so ein bisschen Informationen rausgehandelt und ja, jetzt habe ich mich dazu entschieden, Raps, 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 Raps. Ich brauche vielleicht doch nochmal das LU. Ich müsste nämlich noch ein Feld grubbern und eins müsste ich mit der Scheibenegge bearbeiten. Ein Feld könnt ja eigentlich das LU machen, ne? Normalerweise. Ne, wir haben ja noch genug Geld übrig. Da sollte das doch kein Thema sein. Die Jungs, die haben aber auch gerade angerufen. Die sind gleich mit dem Vorführer da. Ich müsste die Arbeit vielleicht einmal ganz kurz unterbrechen nachher. Ja. Müsste ich mal einmal ganz kurz hinfahren, weil das schaffe ich sonst, glaube ich, nicht. Die sind eher wieder weg, bevor ich fertig bin. Denke ich mal. Ich denke mal, dass sie vorher wieder weg sind. Ja, mal gucken. Ich werde mal noch so zwei, drei Bahnen fahren. Und dann, ja, gucken wir mal. Vielleicht fahren wir dann einmal fix zum Hof. Schauen uns das mal an. Ich bin ja mal gespannt, was die da haben, ne? Die meinten ja, Vorführer muss ja irgendwas Schönes sein, ne? Gülle fahren, weiß nicht, ob das, weiß nicht, ob die ein neues Güllefass haben oder sowas. Oder, weiß nicht, wie diese selbstfahrenden Gerätschaften heißen. Wie gesagt, da habe ich ja nicht so die Ahnung von. Aber, also würde mich ja schon interessieren, ne? Tatsächlich würde es mich schon interessieren, dass man das mal sieht. Wäre ja vielleicht auch irgendwann mal eine Investition. Für mich, falls wir größer werden von den Feldern, beziehungsweise ja, einfach allgemein vom Hof größer werden. Vielleicht ist das dann ja auch eine Option für mich, ne? Mal gucken. Vielleicht kann man ja auch dann, wenn man selber ein bisschen größer ist, auch mal dem Van der Vaart helfen oder sowas. Wäre ja auch eine Option in dem Sinne, ne? Dass man das mal macht. Ja, aber das ist erstmal viel Rumgespinne. Wir gucken jetzt, dass wir erstmal den Herbst rumkriegen, ein bisschen was in den Boden kriegen, ein bisschen angesät und dann ja, schauen wir mal, was wir so im Frühjahr, was da so auf uns zukommt. Tatsächlich wüsste ich jetzt auch noch nicht, was so im Winter und ihr müsst mir ja auch mal über Kühe langsam Gedanken machen. Ne? Guck mal, der Händler hat jetzt Strohballen gebracht. Ich weiß nicht, ob er schon Heu am Hof hingestellt hat, keine Ahnung. Da müsste ich mir mal langsam Gedanken machen. Ich weiß auch nicht, der Händler meinte doch, glaube ich, dass er auch liefert, ne? Tatsächlich meinte er das, glaube ich, auch, dass er Kühe auch geliefert kriegt. Ja, wäre ja vielleicht tatsächlich auch eine Überlegung wert, dass man dann über den Händler bezieht, weil der ist ja, ne, mit dem verstehe ich mich ja gut. Vielleicht kann man da, oder hinten fährt irgendwer. Da! Ich glaube es nicht, ich glaube, mein Teleskoplader kommt. Warte mal, wo ist er gerade gefahren? Irgendwo da hinten fuhr gerade einer. Da fährt irgendwas Rotes. Ganz schwer zu erkennen, aber da fährt was. Oh, Teleskoplader. Geil. Geil, geil, geil. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, was er mir da andrehen will. Geil. Ich freue mich. Ich muss zum Hof. Ich muss eigentlich zum Hof. Aber so viel habe ich gar nicht mehr, ne? Mache ich das jetzt noch schnell fertig? Weil das lohnt ja nicht, ne? Jetzt zu unterbrechen und. Das lohnt ja nicht. Eigentlich müsste ich das hier fertig machen. Ja, normalerweise ja. Das ist. Nee, das sind noch zwei, drei Bahnen. Dann sind wir fertig. Geil. Dann habe ich meinen Teleskoplader. Dann kann ich mir das auch alles selber auffüllen. Ich muss nur gucken, ob dann auch die Anbaugeräte alle passen. Also. Ballengabel, nee, Ballengabel war das ja gar nicht, ne? War das nicht Palettengabel eigentlich, was ich da hatte? Naja, ist ja auch egal. Die Schaufel, die ich habe, ja, muss ich mal gucken, ob das alles passt. Wenn das passt, alles subidubi. Falls nicht, müssen wir dann nochmal nachrüsten. Und, ich müsste das LU, genau, da ich ja den Kuhstall bauen will, müsste ich mal fragen, ob die auch, ja, wie nennt man das denn? Erdbauarbeiten machen? Ich weiß nicht, ob die was da haben. Radlader, Bagger, irgendeine Kippenmulde zum Abfahren oder sowas. Das wäre natürlich geil, ne?
wenn die Jungs da, also da hätte ich ja einen Großauftrag für die. Da hätte ich tatsächlich einen Großauftrag. Ja. Müsste ich mal gucken. Oder mal nachfragen zumindest, ob die das auch machen. Ne, ob sie eine Raupe haben, weil alles, was ich so unter uns machen kann, biete ich natürlich an. Ne? Das LU ist ja auch über jeden Auftrag froh, was sie abarbeiten können. Also ich denke mal, ja, werde die Jungs mal fragen, ob die da irgendwas anbieten können. Genau, dann könnten die das machen. Dann hole ich mir mal so langsam Kosten irgendwann. Naja, ich hole mir halt Kostenvoreinschläge ein und dann gucken wir mal, was das denn nachher alles so kostet. Ne? Das müssen wir ja auch sehen. Und da müssen wir mal kalkulieren, ob das dann auch alles so passt oder nicht passt oder wie auch immer. Ja, mal sehen. Müssen wir mal gucken. So, wir fahren jetzt gleich die letzte Bahn. Ich habe jetzt von der PS-Zahl, ich hoffe, dass das nicht ganz so schlimm ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen höher geschraubt. Ich hoffe, dass die Ausbringmenge, die Saatstärke auch noch alles so gut ist, dass das gut aufläuft nachher. Nicht, dass ich jetzt zu schnell fahre, weil 13 km/h. Ich glaube, man fährt so zwischen, boah, ich weiß gar nicht, zwischen 8 und 13 km/h. Nee, zwischen 8 und 15 oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass man durchaus auch ein bisschen schneller fahren kann. Ja, mal gucken. Aber die Lemken, also das ist eine echt geile Seemaschine, muss ich sagen. Ne? Ist ein optisch ein schönes Teil. Also gefällt mir sehr gut. Muss ich ja sagen. Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier passt. So. Natürlich nicht, ne? Natürlich, oder? Doch, 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 das passt. Das passt. Ich muss jetzt. Ne, warte mal. Passt das? Ne, passt doch nicht ganz, oder? Ne, passt nicht ganz. Ich müsste noch mal, müsste noch eine Bahn ziehen. Na gut. Dann müssen wir noch eine hochfahren. Ich hätte gedacht, das passt, aber dem ist nicht so. Dann müssen wir noch mal. Ich hoffe, dass die dann nachher auch gleich alle noch da sind. Vor allem auch der Händler. Weil der ist hier durchgefahren. Der müsste tatsächlich bei meinem Hof sein. Mal sehen. Aber der Verbrauch an Saatgut ist ja wirklich schwach, ne? Ich habe das jetzt hier alles mal so einigermaßen eingestellt, wie ich denke. Also ich habe das ja auch alles nur irgendwoher mir angeeignet. Also es ist ja nicht mal angeeignet. Es ist ja einfach nur irgendwo aufgegabelt. Und ich hoffe mal, dass das alles so passt. So, ja, hier ist noch so ein kleiner Fitzel, den müssen wir noch ausbaden hier. Und dann haben wir das erste Feld angesät. Geil, cool. Cool. Falls die Jungs noch beim Hof sind, werde ich denen gleich sagen, dass sie ein Feld mit der Scheibenegge bearbeiten können. Und ich gehe dann schon mal grubbern. Genau, grubbern, dann mache ich da weiter und dann kann nachher weiter angesät werden. Top. Top. Ja, läuft doch. Läuft doch ganz gut. Also so nach den anfänglichen Schwierigkeiten, muss ich sagen, klappt das jetzt doch ganz gut. So, Arbeit erledigt. Perfekt. So. Dann düsen wir mal wieder runter und dann schauen wir mal, was die Jungs so machen. Ich muss den Case auch mal sauber machen. Der hat schon sehr viele, naja gut, sehr viele Stunden nicht, aber dafür, dass ich noch nicht so lange hier bin, ist das schon okay von den Stunden her, muss ich sagen. So, wo ist die Ausfahrt hier? Das ist hier auch immer so ein bisschen heikel alles, ne? Also in Holland, ich weiß nicht. Sehr viele Gräben, schmale Straßen. Ist alles nicht so einfach hier. Gut. Boah. Wollen wir mal Rundumleuchte anmachen? Wir machen mal an. So müsste ja jetzt an sein, ne? Ja, müsste. Ich denke mal, das passt so. Da kommt nichts. Da ist auch frei. Ich muss mal wieder den Van der Vaart besuchen. Muss mal sehen, was der so treibt. Der Kollege. Ja, man hat sich ja jetzt dann doch. Ja. Durchaus ein bisschen. Ich habe ihn ja bisher auch erst einmal gesehen, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so lang. Also, ja, weiß nicht. So unter Landwirtschaftsnachbarn oder Landwirtsnachbarn, weiß nicht. Ja, hallo, ich habe Vorfahrt, ne? Das ist euch klar. Das ist wirklich komisch hier.
So, Jungs, zeigt mal her hier euer Vorführgerät. Da hinten sind sie. Guck mal. Oha. Da hinten sind die Jungs. Mal gucken. Aha. Aber angefangen haben die hier noch nicht, ne? Da. Da ist mein Teleskoplader. Aber das gucke ich mir gleich an. Das gucke ich mir gleich an. Erstmal gehen wir mal hier hin. Ach du heilige Maria, was ist das denn da? Aha. Mach mal kurz aus. Die Jungs stehen da schon wieder. Die scheinen ein technisches Problem zu haben, oder? Guck, was machen die denn da? Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt einmischen sollte, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ja, das kommt gut, So. Scheiß. Moin, moin, die Herren. Moin. Hallo. Moin. Aha, was denn hier los? Vorführer, wir überlegen uns, den zu holen. Wir testen den Ah. mal. Okay. Ich habe gedacht, ist schon wieder irgendwas kaputt. Nein, Nein, ist nur nein. Bestandsaufnahme. Wir gucken, was wir anders haben wollen an dem Ding. Wir ändern Ach das so. gerade hier und da bereden wir, was wir verändert haben wollen. Ja, okay. Aha. Also Schnittgerät 12 Meter, Jo, definitiv jo. brauchen Ja, das hast du gesagt. Noch eine Denn andere diesen großen, Phase. hässlichen Aufkleber, das uns den so gegeben hast, geht gar nicht. Deine Frau wollte den. Musst du mit ihr Okay. schauen. Du sollst nicht auf meine Frau hören, du sollst auf mich hören. Ja. Darf ich Das mal könnt ihr kurz unter euch ausmachen. zwischenhaken? Ich werde dir sagen, sehr stumm, was sie bleibt nur noch in der Küche. Und welche Farbe soll er noch haben? Ja, Entschuldigung? nee, einen kleinen Entschuldigung? den Aufkleber. Ich will ihn nicht so groß haben, das sieht scheiße aus. Da soll nachher mein Aufkleber rauf. Weltbester Lola. Jungs? Ja, das ist kein Problem. Hallo? Sehr schön. So. Habt ihr eine Wiese schon fertig oder Ja, ist die das jetzt die 46 erste? ist auch. fertig. Ja. Ach so, die ist schon fertig. Die ist fertig. Ah, krass. Ja, cool. Ja, das war Ersteinsatz mit dem Ich Gerät. meine, das ist Das ja Ding schon ein ist geiles wirklich Teil, gut. ne? Ja. Krass, ey. Vor Wahnsinn. allem wendig. Du kannst dir gerne mal einen Weg da reinsetzen, dir das Ding auch mal angucken. Ah, ich weiß nicht, ob ich mich das traue, um ehrlich zu sein. Doch, geh mal Doch, rein. doch. Geh mal. Okay. Ja. Ja, Und, wie fühlt es sich an? Also, ja, man hat schon einen guten Überblick hier oben, ne? Ist schon Von sehr hoch Wendigkeit gelegen. ist gut. Ja, okay. Na, ich steig mal lieber wieder aus, sonst, Also, bevor ich ich da noch wäre irgendwas kaputt interessiert mache. an dem. Aber dann mit 12 Meter Schlitzwand ist die lieferbar. Die 12 Meter, 6 Meter ist. Krass, Wahnsinn. Ich Die sage Technik morgen an hier. Nachmittag. Ja, Guckt euch vielleicht das heute an, Abend. oder? Heute Die Abend. haben eine Technik, die Jungs, so Ey, Wahnsinn. wir haben nur noch ein bisschen Grünland. Für unsere Zwecke reicht das. Wir haben nur den Tretrieder im Wagen. Jungs, Könntest ich will du, euch wenn wir das nicht. Ding haben, kannst du denn das ausliefern? Ja, Mit den kann ich 12 machen. Metern? Sehr schön. Ja, okay. Darf ich nur noch mal Was einmal willst ganz kurz stören? du? Ja, darfst du. Ich habe eine Frage an den Händler. Ja. Ist das da unten jetzt mein Teleskoplader oder? Ah, du hast ihn gesehen. Ich habe da was gesehen, ja. Ja, der ist den du wolltest. Ich hoffe, er Ja. gefällt dir. Ja, also ich habe ihn nur einmal ganz kurz gesehen im Vorbeifahren, aber ich glaube, wir sollten mal hier einmal weggehen. Und Ah, schönes Gerät, ne? ja, also mir gefällt der zwar nicht, aber er ist effizient und bodenschonend. Okay. Aber dir gefällt er nicht und du hast ihn trotzdem? Ja, sie wollten ihn mal ausprobieren. Ach so, Ich mache, okay. was der Kunde will. Ja, nun Je klar, nachdem. definitiv. Definitiv. Ja. Hier waren beim Teleskoplader. Ja, also ist auf den ersten Blick erstmal schön. Ich gucke ihn mir gleich noch mal ein bisschen genauer an. Du hattest, glaube ich, noch eine Rechnung für mich, ne? Hattest du gesagt? Ja, die habe ich. Ja, die hat sich mittlerweile ein bisschen erhöht. Also Ja. der Teleskoplader kostet Ja. 75.000. Ja. Wo waren wir? Saatgut hast du 10.000 Liter, das Ja. macht 8.000. Ja. Hast du einen Rechner oder wird das im Kopf rechnen?
Sag mir einfach mal die Endsumme. Ja, das reicht mir schon. Boah, die Endsumme, ja, das wären 35, 105, ja. 150.000. 150.000, okay. Werde ich dir überweisen. Und dann ist und dann ist so ziemlich der erste Auftrag abgehakt, ne? Das, dann sind wir quitt, ja. Genau, okay, 150.000. Ich fahre demnächst zur Bank und dann würde ich dir das überweisen, okay? Das ist gut. Ja, okay, super. Achso, genau, ich hatte noch eine Frage. Ja? Du bist doch auch im Handel mit Kühen, oder nicht? Ja, ich handle mit allem. Perfekt. Achso, mit allem, ja? Was das Landwirtschaftsherz begehrt. Achso, okay, na, dann habe ich es gerade ein bisschen falsch verstanden. Kühe, ja. Da würde ich demnächst wahrscheinlich die ersten Kühe nehmen wollen. Wie ist das so? Also, wie schnell kriegst du Kühe ran? Also, es eilt jetzt nicht, aber nur mal so, dass ich das weiß. Da kann ich im Nachbardorf bei einem Mastbetrieb oder Aufzuchtbetrieb nachfragen. Ja. Die sollten eigentlich immer jung, also Kälber haben. Ja. Erst geboren, also ja, dann Rinder und Kühe, je nach Alter, was du willst. Okay, ja gut. Die Silage ist ja auch noch nicht fertig gegärt, würde ich mich dann gegebenenfalls, also ich denke mal so im späten Herbst oder sowas, denke ich mal, vielleicht mal bei dir melden oder Anfang Winter, dass wir da mal irgendwie auf Kühe so langsam zu sprechen kommen. Ja. Ja? Aber hast du schon Rinder oder Milchkühe? Nee, ich habe noch gar nichts bis jetzt. Also bis jetzt habe ich noch gar nichts. Ich habe auch echt überlegt, dass ich mir, also hinter meinem Hof hier ist ja auch noch so eine richtig schöne große Wiese, ob ich mir die kaufe und da einen riesengroßen Kuhstall hinstelle, wo, keine Ahnung, 200 Kühe oder sowas reingehen. Ich habe Bock, das Ding richtig groß aufzuziehen. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Ja, das, ne? Das kommt mir, das spielt mir in die Karten, weißt du? Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ne? Nein. Ich wollte bei mir, wollte ich eine Aufzucht für Rinder machen. Ach so, okay. Weil die begehrt sind und da habe ich, so wie es aussieht, schon wieder einen Kunden gewonnen. Ja, definitiv. Also davon kann man ausgehen, ja. Oder der LU-Chef ist noch hier. Ich glaube, der möchte auch noch mal was sagen. Na, was haben wir denn? Ich habe das gerade ja mitbekommen. Du willst ja dir noch einen Kuhstall bauen, ne? Ist es nicht profitabel, du behältst Feld 13? Na, ich habe mir jetzt überlegt, dass, wenn ich bei euch ja auch so ein bisschen mit einsteigen kann, was Gras angeht, dass ich da von euch auch ein bisschen was beziehen kann. Weiß ich nicht, ob das dann überflüssig wäre. Also wenn ich dann jetzt, wie viel Gründer kriegst du hier unter? Ah, hier weiß ich jetzt so genau gar nicht, um ehrlich zu sein. Also ich habe noch nicht geguckt, aber ich denke mal, weiß nicht, das werden nicht mehr als 40, 50 Kühe vielleicht sein. Ach so, okay, ja gut, ist alles gut. Nee, dann musst du mal durchkalkulieren. Ja. Nee, war nur mal eine Frage. Ja, nee, alles gut. Wie sieht's denn eigentlich jetzt BGA-technisch aus? Habt ihr da mit dem Van der Vaart nochmal gesprochen? Ja, der möchte nicht. Ach, der hat da kein Interesse dran? Der hat kein Interesse, zeigt er nicht. Ach so. Ich weiß nicht warum, aber er hat andere Sachen. Ja, okay. Die erstmal wichtiger sind. Ich hätte da nochmal eine andere Frage. Wenn ich mich dazu entscheide, einen Kuhstall zu bauen, macht ihr auch so Erdarbeiten? Also habt ihr irgendwie... Abverarbeiten und sowas? Ja, genau. Ausbaggern und sowas. Na gut, Baggererfahrung habe ich nicht. Da muss ich mal meine Jungs fragen, ob die mit dem Bagger um können. Ja. Weil wir sowas noch nicht hatten. Aber wir sind, ja, wir können uns Mulden mieten beim Händler. Den Erdmulden. Kein Problem. Und das werden wir wohl hinbekommen. Ja, okay. Aber wäre es nicht besser für so ein Bauprojekt, dass du dir da Experten für holst? Ja, es... Geht mir halt nur erstmal so ums Grundstück Prinzip. Ausbaggern und so, ne? Dass man da halt. Ja, da muss ich mal mit den Jungs quatschen, aber ich
glaubt nicht, dass ich Leute vom Fach dabei habe, die sich 100% mit dem Thema auskennen. Ne? Okay. Also, die Maschinen, die habe ich, die kann ich auftreiben, das wäre kein Problem. Ja, okay, ja, also es wird halt nur um die Arbeiten gehen für die Bodenplatte, ne? Bis halt die so raufkommt und der Rest. Ja, aber ich muss mal mit den beiden quatschen, mit Justine und mit Marcel, was die sagen, und dann kann ich dir das... Okay, mal verklickern. Oder wir treffen uns immer irgendwie auf, wir setzen uns mal zusammen beim LU, eine kleine Grillparty. Ich hätte, ich habe eh so Zweifel, weil der Van der Vaart geht ja auch auf Kühe oder hat ja Kühe. Ob das nicht ein bisschen, ob das halt blöd aufstößt bei ihm, dass ich denn da so einen riesengroßen Kuhstall auf einmal hab. Ich sag mal so, der Konkurrenz ist doch gewollt, oder? Ja, Konkurrent belebt den Markt. In dem Sinne schon, ja, also, ja. Und wenn du 200 Rinder hast noch zusätzlich und er noch 200 Rinder, profitiert doch eigentlich der Händler und ich am besten davon, auf Deutsch gesagt. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt, ja. Also, da nehme ich kein Blatt vom Mund, für uns ist es positiv. Von mir aus bau dir 400 Kühe, 500.000 Kühe von mir aus. Ja gut, also, wenn ich da von euch noch irgendwie so ein bisschen Unterstützung kriegen würde... Wir haben Silage, wenn Silage reichen sollte. Wir haben noch Silage in eine BGA liegen. Da haben wir auch nichts reingemacht wegen der Biowasseranlage, weil wir auch ein bisschen mitgedacht haben diesmal. Ja. Weil ich schon irgendwie sowas kommen sehen habe, Anfang der Saison, dass da irgendwas passiert mit Kühe. Ja, wenn was ist. Wir haben auch noch Grünland, das ist auch nicht das Problem. Okay. Aber jetzt nochmal, um auf die BGA zurückzukommen. Also, ich hätte schon noch Lust, ne, an der Kooperation. Ja, ich auch. Ich auch. Also, müssten wir uns da mal irgendwie mal einmal alle irgendwo, bei mir treffen oder bei euch irgendwo, und dann müssen wir da mal einmal intensiv drüber sprechen. Entschuldigung. Ja. Was habe ich gehört? Was wollt ihr machen? Was? Was denn? BGA? Was wollt ihr machen? Ja, BGA-technisch. Wollt ihr eine bauen? Also, ich habe jetzt mit einsteigen. Also, wenn ihr noch jemand sucht, ich hätte auch Interesse, eine BGA zu bauen, aber Denn wir brauchen nur das Grundstück zum Bau. Ich habe das Grundstück bei mir hinter dem Landhang. Ja, das Grundstück, du musst Lehrgang für BGA machen, ich mache die Belieferung, die Futtermittelbelieferung, die Fütterungbelieferung. Genau. Ja. Ich stelle den Radlader oder lass Radlader bereitstellen. Ja. Na, dann wäre es ja vielleicht doch ganz gut, wenn ich die Wiese behalten würde, weil dann kann man davon ja auch Gras ziehen. Ja, und wo bauen wir die BGA? Hast du da schon irgendwo ein Grundstück? Ja, das wäre bei mir auf dem Feld 20. Okay. Hast du auch schon Genehmigung? Ja, die kann ich schnell einholen. Ja, was für eine BGA nehmen wir brauchen, aber ich würde ja vorschlagen, machen industriell, wo du alles reinmachen kannst, Kartoffeln, Rüben, alles verwerten kannst. Ja, wenn es genug gibt, man muss dann schon schauen, dass man diese immer befüllen kann. Jungs, ich hab mal nur eine Frage, ne? Ja, erzähl. Würdet ihr euch einmal umdrehen? Wohin? Hierhin. Kommt mal einmal hier mit her. Achtung Graben. Achtung Graben. Oh, kenne ich mich mit aus. Guckt euch mal die Wiese hier an. Die ist ja riesengroß. Ja, und flach, Wie wäre es denn, wenn man dieses Bauland hier erschließt und ich sag jetzt mal, auf die eine Hälfte kommt der Kuhstall hin, den ich geplant habe, und auf die andere Hälfte kommt die riesengroße BGA hin, weil dann wäre noch Platz, um vielleicht noch irgendwas anderes zu bauen. Wie ist deine Einfahrt zu dieser Wiese? Wenn du eine riesengroße Ich glaube, die ist vorne an der Straße aktuell, aber man könnte hier noch was rüberbauen. Hier ist eine Einfahrt. Ach genau, hier bei mir. Über meinen Hof quasi. Ja, aber jetzt habe ich noch eine andere Idee, Schnapsidee. Na, schieß los. Hört sich gut an. Es gibt doch ein Heizkraftwerk. Biomassenkraftwerk, wo du Hackschnitzel und Stroh verballern kannst. Ja. Zur Energiegewinnung, Häuser, Erwärmung. Ihr wisst ja, umwelttechnisch müssen wir vorausschauend sein. Was haltet ihr davon, das auch noch zu machen und dann noch ein bisschen Holz zu machen? Hackschnitzelheizung. Also dann können wir deine Stelle mit heizen im Winter. Winter hätte ich dafür grundsätzlich, glaube ich, auch Zeit. Also das wäre
Weil du könntest die befüllen nebenbei mit Stroh oder Hackschnitzel. Ja. Wir kriegen vom Händler die Maschinen, um das zu machen. Ja. Wir können überall rumfahren, Hecken kneifen. Die Bauern freuen sich. Wir verdienen schmalen Taler nachher in Energie. Und wir haben quasi, kriegen wir Förderung von Brüssel eigentlich. Da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Also grundlegend habe ich jetzt rausgehört, dass ihr für dieses Grundstück zu haben seid, ja? Weil das ist schon echt groß hier. Also hier könnte man ja wirklich einiges drauf bauen. Ja, Okay. das ist ein gutes Grundstück. Ja, super, okay. Dann würde ich Größer sagen, als in Schweiz, ne? ein bisschen. Also ich Ein würde sagen, dass ich mich mal schlau mache, was das kosten würde, wo wir da preislich liegen. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch mal zusammen, alle drei, und dann können wir da ja noch mal final drüber sprechen. Genau. Also jetzt kurz gesagt, würden wir uns dann alle Kosten teilen durch drei. Genau, ja, genau. Genau, Durch ja. drei. Genau so sieht's Durch aus, ja. drei. Ja. Und für uns, wir Ja. haben Arbeit im Winter, das ganze Jahr Arbeit. Für meine Richtig, Leute ist genau, das ja. auch gut. Das wäre ja cool. Und ich Müsste ich würde mit auch noch ein Lohnerhöhung, glaube ich, bisschen rechnen bei den lernen. Leuten. Also, ne, ich meine, vom LU kann man ja, denke ich mal, einiges lernen noch. Also, das wäre schon cool. Ja, Hätte ich schon natürlich Bock kannst du von drauf. uns lernen. Wir sind qualifizierte Fachkräfte. Ja, deswegen, also Ja, gute Maschinen. ich hab da richtig Bock drauf. Hallo. Gut, okay, dann halten wir das erstmal so fest. Ich schau mal, dass ich da irgendwie Informationen kriege und dann. Ja, kannst du mal holen. Genau, ne? Und dann würden wir irgendwann die Tage nochmal sprechen. Okay, Genau. super. Okay, Alles klar. hat mich Alles gefreut. klar. Bis dann. Ciao, Jo, dann. Christian. Ciao. Tschüss.